Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Diesel Dad Video auf meinem Kanal. Wie ihr seht, ich bin bei Tesla in Winterthur. Eigentlich war mein Plan, euch jetzt aus dem Zug zu begrüßen und euch zu erzählen, warum ich im Zug gelandet bin. Jetzt bin ich doch nicht im Zug gelandet und das muss ich euch, glaube ich, dann nachher noch erklären. Ja, ich sitze im Auto auf dem Weg nach Winterthur zum ersten Service von Tesla. Und zwar geht es darum, dass bei der Auslieferung ein paar Kleinigkeiten, ja, sage ich mal, nacharbeitungswert gewesen sind. Und die werde ich nun dort richten lassen. Erstmal möchte ich mich herzlich bedanken bei denen, die über meinen Referral Code sich ein Auto gekauft haben. Herzlichen Dank an Manfred, Marvin, Patrick, Dominik und Rainer. Ich freue mich natürlich, dass wir beide dann 1500 Euro Supercharger bekommen. Gleichzeitig ist es so, dass ich natürlich auch eine gewisse Verpflichtung verspüre, euch auch darüber im Laufenden zu halten, wie das so alles bei mir funktioniert und auf was ihr euch einstellen könnt. Und darum soll es in diesem Video heute gehen. Über die technische Seite, über den Umweltaspekt und alles habe ich schon viel gesprochen. Auf meiner Reise nach Berlin habe ich gezeigt, welche Schwierigkeiten es vielleicht auch mal geben kann. Aber im Grunde, das ist ein technisch, also nach wie vor super Auto ist. Ich bin super zufrieden. Heute möchte ich über den Service sprechen und über die Kommunikation. Das ist ein ganz anderes Thema und vielleicht eine Bemerkung vorneweg. Elektromobilität verändert das Autofahren und Tesla im ganz Speziellen. Und wie bei jeder Veränderung ist es eigentlich nicht besonders schlau zu glauben, dass man wirklich was verändert, ohne dass sich hinterher auch was ändert. Und ich glaube, bei Tesla verändert sich mehr, als viele am Anfang denken und vielleicht auch viele am Anfang erwarten. Was jeder gleich merkt, der einmal mit einem Tesla gefahren ist, ist natürlich, dass mit Elektroantrieb fahren vor allem leiser ist und diese tolle Beschleunigung. Diese Kombination aus Stille und Beschleunigung ist natürlich super attraktiv. Das ist vermutlich der Punkt der Änderung, der jedem bewusst ist und der auch von allen erwünscht ist. Die zweite Veränderung ist vielen zum Beispiel, die jetzt abwägen und aufrechnen, ob sie sich einen Verbrenner oder ein Elektroauto kaufen wollen, gar nicht bewusst, nämlich, dass mit diesem Tesla ein komplett anderes Mobilitätskonzept eigentlich gedacht ist. Und das ist das, was mir für die Zukunft eigentlich Mut macht, nämlich es sind die selbstfahrenden Autos. Dieses Auto kann das im Prinzip mit der entsprechenden Ausstattung und ich glaube, dass es einfach nur ein paar Jahre dauern wird, bis diese Autos selber fahren. Und dann geht es eigentlich darum, dass wir viel weniger Autos brauchen, weil die meiste Zeit stehen Autos ja sowieso rum. Und dann können wir unsere Autos anderen, die sie gerade brauchen, zur Verfügung stellen und die können dorthin fahren und können viel mehr im Einsatz sein. Und das ist ein zweiter Gedanke, der wirklich eine große Veränderung ist gegenüber den bisherigen Mobilitätskonzepten. Das dritte, das haben wir auf der Fahrt nach Berlin gemerkt, ist, dass man ein anderes Fahrverhalten hat. Dass man plötzlich merkt, und so ging es mir nach der ersten Fahrt nach Berlin, dass es vielleicht gar nicht immer was bringt, wenn man schnell fährt, auf die Tube drückt, weil man diese Zeit dann hinterher später am Supercharger wieder braucht, um aufzuladen. Wäre man einfach 120, 130 gefahren, wäre man ohne Aufladen schneller ans Ziel gekommen. Das finde ich eigentlich einen ganz guten Aspekt auch von dieser Art von Reisen, dass man sich mehr bewusst wird, dass man dabei Ressourcen verbraucht. Und ich glaube, dass das auch einen Beitrag dazu leistet, dass ich mir schon überlege, ob ich dieses Auto jetzt in Bewegung setze oder nicht. Und das finde ich zunächst mal eine gute Sache. Naja, und der letzte Punkt ist wahrscheinlich der für die meisten von uns überraschendste, nämlich, dass es sich bei Tesla nicht um eine alteingesessene Automobilfirma handelt mit einem weit verbreiteten Netz an Werkstätten und Händlern, sondern eher um sowas, wie wir es von Amazon kennen, also einem modernen, hauptsächlich online basierten Dienstleistungsgedanken, der für uns schon sehr gewöhnungsbedürftig ist. Und ich habe gerade auch mit jemandem telefoniert, der sich mit meinem Referral Code ein Model S gekauft hat. Und wir waren uns einig, dass man als Tesla-Kunde eine Menge Flexibilität, Geduld und auch Humor braucht, weil da ist wirklich schon einiges ziemlich anders. Es beginnt mal damit, dass, das wird vielen von euch gegangen sein, man bestellt ein Auto für 50.000 oder 100.000 Euro und kriegt eine karge Antwort, Dankeschön, Bestellung ist eingegangen und dann hört man nichts mehr. Ich hatte als Auslieferungstermin ja immer Juni drinstehen und dann wird man dann irgendwann mal nervös und fragt auch mal rück, aber man erreicht nicht so richtig jemanden, also das ist gar nicht so einfach, da jemanden zu erreichen. Und letztendlich hat es dann bis 10 Tage vor der tatsächlichen Übergabe oder Auslieferung gedauert, bis ich überhaupt mal einen Anruf bekommen habe. Ich habe dann festgestellt, man muss auch online immer in seinen Account gucken, weil manche Sachen werden einem nur dort mitgeteilt. Plötzlich ist da die Rechnung, die man schnell
Steuer bezahlen soll und so weiter. Das ist gewöhnungsbedürftig und auch die Übergabe selber, das war wirklich ein Hin und Her von bestätigten, widerrufenen Terminen und ohne Witz, es war so, dass ich am Übergabetag morgens um 9 Uhr erst wusste, als der Fahrzeugbrief bei mir tatsächlich physikalisch anwesend war, wusste ich, dass an diesem Tag die Übergabe stattfinden würde. Man muss ja dafür dann auch den Tag Zeit haben, man muss ja dann nach Stuttgart fahren, das ist ja nicht so, dass man um die Ecke geht. Ja, das sind Sachen, die sind gewöhnungsbedürftig. Ich habe danach eben hier noch ein paar Mängel festgestellt und habe die dann fotografiert und demjenigen, mit dem ich gemailt hatte im Zusammenhang mit dieser Übergabe, geschickt. Es hat dann 4 Wochen gedauert, bis dann tatsächlich mal nach mehreren Rückfragen irgendwie auch ein Werkstatttermin in Aussicht gestellt wurde und man sagte mir dann, ja, ich solle doch einfach einen in der App ausmachen. Also da hatte ich schon einige Mails hin und her geschrieben und das Einfachste ist offensichtlich, das einfach in der App auszumachen. Dann habe ich einen ausgemacht und habe dann erstmal den wieder storniert bekommen, weil es hieß, es seien leider keine Bilder vorhanden und deswegen könnte man das nicht beurteilen. Also habe ich die Bilder zum 4. Mal hingeschickt. Und das 3. Learning, was ich jetzt in dem Zusammenhang hatte, ist, ich hatte natürlich damals geschaut, wo ist Tesla vertreten und ich dachte, na, ich habe ja Glück, ich bin hier an der Grenze zur Schweiz und deswegen kann ich einen der vielen Schweizer Servicestationen nutzen und habe jetzt eben tatsächlich erst im Zusammenhang mit diesem Besuch heute erfahren, dass ich die schon nutzen kann, aber da es offensichtlich einen Tag dauert, das zu reparieren, weil mir leider keinen Leihwagen zur Verfügung stellen kann, weil ich ein Deutscher bin und ich müsste dann zu einer Servicestation in der EU gehen und da ist die nächste in Stuttgart oder in München, was für mich nicht in Frage kommt, weil da bin ich ja allein 5 Stunden fürs Hinbringen und 5 Stunden fürs wieder Abholen beschäftigt. Das kann ich mir jetzt auch nicht leisten. Also fahre ich heute nach Winterthur, gebe meinen Tesla dort für einen Tag ab, fahre eine Stunde mit dem Zug nach Hause, hoffe, das klappt alles und hole ihn morgen wieder ab und berichte euch dann, wie das Ganze funktioniert hat. Ich bin zur vereinbarten Zeit also hier in Winterthur angekommen beim Tesla-Service und vor allem gespannt, wie das Ganze jetzt abläuft und melde mich dann mit dem Ergebnis wieder bei euch zurück. Tja, jetzt bin ich gar nicht im Zug. Ich dachte eigentlich, ich muss mein Auto hier für einen Tag lassen und dann mit dem Zug nach Hause fahren. Nun sieht es aber so aus, die waren hier sehr freundlich, haben sich das angeschaut und haben gemeint, naja, ob diese Nasen vielleicht auch schon ein bisschen kleiner geworden sind. Dann habe ich gesagt, boah, kann schon sein. Ja, das würde sich normalerweise innerhalb von ein paar Monaten von selbst auflösen. Okay, diese Feuchtigkeit innen an der Scheibe sei nach einem starken Regenguss normal. Ob es denn nass gewesen sei, sage ich, nee, war nicht nass. Und der Außenspiegel, das hatte ich ja schon berichtet, das war mir schon bei der Testfahrt mit dem Model 3 aufgefallen. Das ist so. Man denkt immer, der müsste noch ein bisschen weiter rausgehen, aber er tut's nicht. Und man kann auch gut damit fahren. Also es ist, er ist eigentlich gut eingestellt. Man kann jetzt sagen, jetzt bin ich hier 2x45 Minuten umsonst durch die Gegend gefahren. Ja, so ist es. Der Vorteil ist, ich sehe gerne das Positive, dass ich mein Auto gleich wieder mitnehmen kann. Ich werde die Fahrkarte hoffentlich nochmal zurückgeben können, sonst habe ich 20 Euro dafür gezahlt. Ich habe einen Espresso noch bekommen und ein Magazin vom Schweizer Tesla Club. Ich glaube, es war trotzdem wichtig, euch mal zu sagen, wie das mit Service und Kommunikation so ist. Dieses Auto ist das erste Neufahrzeug, das ich in meinem ganzen Leben besitze. Das heißt, ich kann nicht sagen, wie das bei anderen Autos, bei anderen Marken wäre. Ich habe auch schon mitbekommen, dass andere Leute mit ihren VWs oder mit ihren Mercedesen durchaus auch Schwierigkeiten hatten, auch beim Service, auch bei ihren Werkstätten. Darüber will ich gar nicht urteilen. Ich möchte euch Anteil haben lassen an dem, was ich erlebe mit meinem Tesla, dass ihr es einschätzen könnt und bedanke mich nochmal bei denen, die den Referral Code benutzt haben. Hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Liked dieses Video, abonniert meinen Kanal, kommentiert gerne fleißig eure Erfahrungen in den Kommentaren und folgt mir auch auf Instagram. Das würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal. Euer Dieser Dad.